Moin, liebe Top-Familie, damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge von Wir reagieren auf Masken aus anderen Ländern. Wir sind hier noch bei Mexiko, wir haben die Hälfte durch, Staffel 3 und danach haben wir noch Staffel 4 auf vor Ort, wo wir uns die Masken anschauen werden. Nach Mexiko kommt Dänemark, ich bin sehr gespannt und mal gucken, auch zu diesem Zeitpunkt dann natürlich der Folge, weil das jetzt ja auch noch mal eine Woche später ist als die letzte natürlich, oder logischerweise. Ob wir schon irgendwas wissen zur 9. Staffel von The Masked Singer in Deutschland. Von daher, meine Lieben, wenn euch das Video jetzt schon hier gefällt, vorab, zeigt es sehr, sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, denn die 2000 Abonnenten sind erreicht und von daher lasst uns auf die 3000 zugehen. Vielleicht in schnellen oder eben in etwas kürzeren Schritten, aber lasst uns darauf zugehen, deswegen abonniert sehr, sehr gerne rein, ist alles kostenlos, selbstverständlich, da kostet ja nichts. Ihr könnt abonnieren und, ja, und ihr macht mich und euch vielleicht auch glücklich, weil wir gemeinsam wachsen. Das ist die logische Schlussfolgerung. Nun denn, würde ich sagen, starten wir rein mit dem Bewerten. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Masken jetzt hier sind. Und schreibt auch mir sehr gerne unten in die Kommentare, welche drei Masken oder auch sonst ein komplettes Ranking haben euch am besten gefallen. Wir haben wieder 18 Masken, von daher haben wir ein bisschen was zu tun. Und wir fangen an mit Brokkoli. Ein Brokkoli, das Gewichte stemmt. Oder irgendwie so boxermäßig sportlich aussieht. Ja, Bauch gut, ist ein bisschen rundlich. Hat aber auch irgendwie so ein bisschen was Monsterartiges. So mit diesen Augen und mit dem Mund irgendwie. Dann sieht man hier ja auch so die Zähne. Brokkoli erkennt man aber sehr, sehr gut, finde ich, oben. Dann auch so Arme und alles so grün. Grün kommt auch, platzt auch hier so aus der Hose. Finde ich es zumindest cool gemacht. Das war Mauricio Garza. Dann kommen wir zu Paola Espinosa. Snail. Caracol. Bin mir jetzt gerade nicht sicher, was das ist. Caracol. Ah, doch eine Schnecke. Ich war mir jetzt irgendwie doch nicht sicher, irgendwie soll das jetzt eine Schnecke sein, weil Snail ist ja Schnecke, aber irgendwie erkenne ich da jetzt nicht so eine Schnecke raus. Ja, wir haben hier Fühler, ja, wir haben hier so kleine Öhrchen, aber, boah, gut, ich sehe jetzt natürlich das Outfit nicht von hinten. Das heißt, ich muss so ein bisschen rausnehmen, ob man die nicht doch erkennen kann. Sehr, sehr viel Kleid. Sehr, sehr viel. Die Arme dann auch so in diesem Stoff. Gefällt mir nicht so ganz. Die Augen gefallen mir. Mir gefällt auch die Nase. Das gefällt mir echt, echt gut. Aber für mich ist das mehr irgendwie, sag ich mal, so eine Art Puppe oder irgendwie sowas als eine Schnecke. Da bin ich auch ganz ehrlich. Dann kommen wir zu Ricardo El Finito Lopez. Und der war ein Hund. Dog. Ein sehr vornehmer Hund. Mit Anzug, mit Mütze, mit Anzug, mit Hut, mit Stock. Finde ich sehr, sehr nobel. Schöne, so grüne Augen. Und auch so, sag ich mal, das Fell des Hundes ist so ein bisschen zottelig. Also ein bisschen wild und nicht irgendwie so sauber. Wisst ihr, was ich meine? Und das gefällt mir irgendwie auch, dass das so ein bisschen dieses Wilde hat, dass die Haare so und so in die Richtung gehen. Das gefällt mir echt, echt gut. Auch sehr, sehr schön. Die Beine auch sehr, sehr wuschelig. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich gut. Dann haben wir Kuno. Und die war Hood. Caperuza. Gucken wir mal. Caperuza. Ah, Kappe, Rotkäppchen. Soll das sein, in dem Sinne dann doch. Ja, also man erkennt Rotkäppchen. Ich finde die Augen aber irgendwie hässlich, wenn ich ehrlich bin. Die Augen finde ich sehr, sehr hässlich, als wäre irgendwie dieses Mädchen voll besessen. Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Soll das so der Wolf sein, der so auf dem Rücken bei ihr ist? Ich habe keine Ahnung. Sehr viel Rot, aber so rot-schwarz gemixt. Das dann so dieses weiße Rüschenstoff, sage ich jetzt mal so, an den Armen finde ich das eigentlich okay.
Aber irgendwie finde ich dieses Bild von dieser Kapelluze irgendwie sehr verstört. Ich weiß nicht, irgendwie, nee, irgendwie gefällt mir das nicht. Dann haben wir Arndt, also hier, heute ist nicht mein Tag. Arndt, Ameis ist das doch, oder? Ormiga. Oder bin ich jetzt mit Ormiga? Ja, wenn man schreiben kann. Ormiga. Ameise. Oder Termite steht hier auch nochmal. Weil ich habe hier jetzt so ein spanisches Wörterbuch auf. Dass ich notfalls die spanischen Sachen, falls da nochmal so Puppen oder so mäßig was kommen sollte, eingeben kann. Eine Ameisenkönigin sogar. Wir sehen hier oben eine Krone. Ich kann ja gleich nochmal so wegmachen. Interessante Augen. Also die Augen finde ich sehr, sehr stechend. Insgesamt 6 Beine, wenn man es so sehen will. Die Arme, dann in der Mitte und unten eben selbst die Beine. Dann hinten so dieser Panzer von der Ameise. Auch so die Hose und so. Also wir haben so, sag ich mal, so eine Art Stoff, wie man es so von vielleicht so einem Kilt kennt. Aus Schottland, ja, diesen Rock. Und das hat man so hier auch so leicht mit untergebracht. Dann so weiß ansonsten. Das gefällt mir. Also so insgesamt von der Darstellung finde ich das gar nicht so schlecht. Dann haben wir ein Opossum. Zarigüeya Faisi. Oder Faisi. Ein Opossum. Ja, das ist auch ein sehr griesgrämiges und böses Opossum, glaube ich. Oder ein schläfriges, das weiß ich nicht. Interessantes Outfit. Hat auf jeden Fall auch so ein Zepter oder eben so eine Stange. Ich weiß aber jetzt nicht richtig so, wie ich mir ein Opossum vorzustellen habe, als eine Maske. Weiß nicht, was das hier für ein Outfit sein soll. Also das hier, das sieht so aus wie so Holzstäbe, irgendwie, die so da unten gehen. Wie so von so Völkern, von früheren Völkern, die eben, sag ich mal, sich so ein Kostüm gemacht haben. Hier haben wir so ein bisschen Stoff, das hier so Haare oder das sind auch Haare und das ist der Bart. Ich bin ehrlich, aktuell mein letzter Platz, weil ich damit sehr, sehr wenig anfangen kann und ich da jetzt auch nicht so für mich eine gewisse Vorstellung habe. Dann haben wir Emmanuel Palomares, das ist ein Hotdog gewesen. Ein sehr freundliches und freudiges Popcorn, Hotdog. Ich weiß nicht, was dieses Gelbe sein soll. Das ist erstmal ein bisschen blöd. Dann haben wir Too Hot for You. Finde ich cool, den Spruch. Wir haben hier dann so die Farben Rot und Weiß, wie man das hier auszusagen, so, keine Ahnung, so aus Frittenbude oder so kennt. Oder eben Pommes Rot-Weiß. Also von daher, das passt auch. Wir haben einen sehr, sehr breiten Mund. Also man arbeitet ja sehr, sehr gerne so mit diesen breiten Mündern. Und dann hat eben diese Person auch noch so eine Brille auf, eine gelbe Mütze. So ein bisschen handwerkermäßig, sag ich mal. Zeigt auch die Hose, ist so ein bisschen blau, so vielleicht so eine Arbeitshose eben. Und dann eben solche Schuhe. Ist okay, aber auch wenn man da die Brötchen sieht und es heißt Hotdog, so finde ich aber, ist das jetzt nicht so per se ganz ein Hotdog, weil in diesem Brötchen drinne ist auch das Blaue. Ja, ist auch das Braune, aber deswegen passt das für mich nicht so zu 100%. Bin ich ehrlich. Als nächstes haben wir Mermaid oder Sirena, Lorena Herrera. Also eine Meerjungfrau. Ich sehe erstmal wieder keine Flossen. Mund und Kopf sieht für mich fischartig aus. Während der Körper sonst, so ab hier, natürlich so diese Farbe hat, wie man es von so einer Meerjungfrau kennt. So eben diesen Schwanz von einer Meerjungfrau und dann eben so, sag ich mal, dieses türkisfarbene, wie die Farbe, sag ich mal, des Meeres. Finde ich, ist das hier sehr, sehr schön. Ich mag auch so die Farbe unten sonst vom Kleid, das passt sehr gut. Auch so hier an den Armen. Kopf ist aber für mich eher ein Fisch. Das stellt für mich jetzt keine Schönheit dar, wie es eine Meerjungfrau ist oder eine Sirene. Die Sirenen, die ja immer so die Seeleute ja auch mit ihrem Gesang ja angelockt haben. Finde ich, spiegelt sich nicht so darin wider, was ich da sehe. Dann haben wir als nächstes Maria del Sol. Und die war ein Snowmonster, also ein Schneemonster. Monstro de las Nieves. Ein Schneemonster. Das Schneemonster hat
ist unten sehr klein und hat einen sehr, sehr riesen Kopf. So ein bisschen wie bei uns Monsterchen mit Susi Kentikian, sag ich mal. Ihr Schlittschuh? Ich weiß gar nicht, was das alles jetzt hier vorne so darstellen soll. Geschenkmäßig oder irgendwie so. Hier auch nochmal so ein Geweih. Man hat ja damit gearbeitet. Schneemonster. Könnte man auch an eine Art Yeti denken. Die haben ja, glaube ich, solche Hörner, sag ich mal. Oder solche, ja, finde ich auf jeden Fall erstmal interessant. Wir haben sehr, sehr viele Augenbrauen. Nee, nicht Augenbrauen, Wimpern. Wimpern an den Augen. Wir haben zwei große Zähne, die hier auch so rausragen. Das ist hier aber auch alles synchron, beziehungsweise gleich angebaut an den Zähnen. Das finde ich stark. Hier auch so ein bisschen wild mit den Haaren, so an den Armen, das finde ich gut. Während das hier so mehr geordnet ist. Ist okay. Ich wüsste gerne, was das alles hier vorne ist. Also das hier könnte so ein Schlittschuh sein. Ich weiß nicht, was das alles hier sonst noch sein soll. Vielleicht dann nur Geschenke oder so. Aber ist okay. Ist okay. Dann haben wir eine Owl, also eine Eule. Carlos Ponce. Eine sehr böse Eule wieder. Ein Hexer. Schönes blaues Gewand. Gefällt mir gut. Hat so ein bisschen aber was von der Vogelscheuche eher. Wenn ich mir so ein bisschen so die Arme angucke und auch so hier den Stoff im Gesicht. Schöne blaue Augen. Nase passt auch. Ja, es ist zum Teil eine Eule, ein bisschen sehe ich aber auch irgendwie eine Vogelscheuche darin. Haltet mich für verrückt. Deswegen sage ich mal, ist das alles eher so okay. Dann haben wir Noel Shairis Sapo. Was war denn jetzt nochmal? Sapo. Ah, eine Kröte. Oder eine Unke. Eine Geburtshelferkröte. Interessant. Ist okay. Finde ich jetzt erstmal so per se. Ich finde, zumindest geht es mir jetzt so persönlich so, ich könnte jetzt nicht sagen, was ist der Unterschied zwischen einem Frosch und einer Kröte. So biologisch gesehen, ja, weiß man den Unterschied, aber den jetzt, oder jetzt das Tier dann genau zu unterscheiden, ich glaube, das könnte ich nicht. Schuhe finde ich cool. Schönes so lila Gewand. Hier auch so sehr, sehr viel weiß. So eben so dieser Hals, sag ich mal, und so Brust, sag ich mal. Finde ich sehr stark. Kleine Äuglein. Also von daher finde ich das schon doch insgesamt interessant und doch spannend gestaltet. Als nächstes haben wir einen Löwen, Dulce Maria. Mich schwer mal mit diesen Masken, wo das per se kein Tier ist und man versucht irgendwie mit so Stein. Wir hatten das vor ein paar Folgen mit einer Katze. Und wo man meint dann zu sagen, das hier ist jetzt das ist jetzt ein Löwe. Ja, man könnte jetzt an König der Löwen denken. Das Musical, wo ja genau sowas getragen wird, hier oben so mit diesem Schmuck. Dann auch so die Beine und so das Gewand. Aber mir gefällt der Kopf nicht. Wir haben keine richtigen Krallen, wir haben hier so ein Gewand drum, als wären wir irgendwie, ich sag jetzt mal im Rom und das wäre irgendwie jemand, der kämpfen würde, so ein Gladiator. Gefällt mir eher nicht so. Dann haben wir Sandra Echeverria und die waren Android. Oh, okay. Ja. Ich weiß nicht warum, ich sehe diesen Androiden und irgendwie Julian Bam. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht wisst ihr, warum, wie ich meine, aber man hat ja so diese Assoziation. Finde ich sehr, sehr stark gemacht. So diese Schläuche, die von hier hinten in den Kopf gehen, so verbunden insgesamt. Hier oben auch so diese Elektroden und Elektrolyten, die insgesamt damit verbunden sind. Stacheln, Metall, Silber, damit gearbeitet. Auch hier, das finde ich so sehr, sehr stark. So ein Teil, was dann hier so rüberragt. Also das zeigt ja nur, dass so ein Android hier zusammengebaut ist und dann so und so diese Bewegung. Und wenn das dann ja eben so hier übersteht, finde ich, sieht das dann auch so echt gut aus. Soll das eine Brust sein oder was ist dieses Orange hier vorne? Ich weiß es nicht. War das jetzt ein Mann, eine Frau? Sandra, eine Frau? Dann denke ich, sind das Brüste. Ist eigentlich okay. Ist okay.
Dann haben wir Carnivora. Das war Tatjana Carnivora. Oh, soll das eine fleischfressende Pflanze sein? Carnivora. Carnivora. Ja, fleischfressende Pflanze. Wobei man sagen muss, wenn man nur Carnivora nimmt, heißt das fleischfressend. Und fleischfressende Pflanze wäre Planta carnivora. Oder wird das Planta? Erinnert mich voll an diese fleischfressenden Pflanzen aus Mario. Da gibt es auch diese Pflanzen, die doch so schlafen und dann wachen die auf oder spucken Feuer. Erinnert mich voll daran. Finde ich sehr, sehr cool gemacht. Vor allem haben wir einmal einen großen Kopf und dann haben wir so von der Maske selbst aus gesehen, so auf der rechten Schulter oder das ist der Arm, das weiß ich jetzt nicht genau. Ich denke mal, das könnte auch der Arm sein. Haben wir dann auch nochmal, sag ich mal, sowas. So eine kleine Pflanze. Könnte aber auch hier eine sein. Das heißt, dann sind das wirklich die Arme. Passende Farben. So rosa. Hier dann so ein bisschen. Ja, so durchmixt. Könnte man so wieder an so Pailletten denken, wie von so einer Meerjungfrau. Sehr viel schön grün hier oben. Aber nicht nur ein Grünton verwendet, sondern mehrere. Finde ich insgesamt gesehen sehr, sehr stark. Dann kommen wir zu Erik Rubin. Der war ein Sloth, also ein Faultier. Also wenn ich das Faultier mit uns hier bei Deutschland vergleiche, Fauli, einer der besten, wenn nicht sogar der beste Gewinner meiner Meinung nach bei The Masked Singer in Deutschland, ist das für mich kein Faultier. Also ein Faultier ist doch nicht grün, oder bin ich jetzt blöd? Sehr viel Grüntöne, ein paar Brauntöne, so eben so in dieser Bauchregion hier, so diese drei Kreise. Und dann so ein Strich, der dann auch so von oben nach unten geführt geht. Ja, hier ein Mikro, so auch noch so braune Verfärbung rund um die Augen herum. Das gefällt mir eher nicht so. Mir gefallen die Hände, das muss ich zugeben, mir gefallen die Hände, das ist schon stark, weil die können sich ja gut festhalten, von daher, das ist auch gut realistisch dargestellt. Aber ansonsten stellt das für mich jetzt nicht zu 100% ein Faultier dar. Dann haben wir Emilio Osorio und sie war das Ei. Nee, er war das Ei. Emilio ist doch männlich. Und er war das Ei. La Ueva. Ja und nein. Also das Ding ist, erstmal so ein Outfit wie so ein Boxer. Okay. Aber ich erkenne nur das Ei ein bisschen im Gesicht. Und das ist mir ein bisschen zu wenig. Ansonsten ist alles andere so angezogen. Mensch, wir verpassen der Maske eine Hose, so ein Outfit. Und der Kopf ist nur das Ei und das war's. Die hätten sagen können, das wäre ein Baby und ich hätte es den auch abgekauft. Wisst ihr, was ich meine? Also deswegen, das ist für mich jetzt nicht so, wieder so diese, das ist für mich Aufgabenstellung verfehlt. Man wollte ein Ei. Und man macht sowas. Sorry, gefällt mir irgendwie nicht so. Dann haben wir Tripsi Gala Montes Gitana. Gut, da muss ich jetzt gucken. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was das sein soll. Gitana. Toll, mein Kissen rutschte gerade ab. Gut, ich saß aber auch jetzt gerade hier so ein bisschen. Gitana. Ah, eine Zigeunerin ist das. Das ist eine Zigeunerin. Ja. Man kennt ja zum Beispiel hier, erstmal soll man das ja, glaube ich, auch nicht mehr sagen. Man sagt ja auch nicht mehr Zigeunerschnitzel. Man sagt ja, oh, warte, wie heißt es jetzt richtig? Schnitzel nach noch und noch irgendeiner Art. Nee, ich google jetzt nicht danach, wie das richtig heißt. Das ist jetzt hier nicht meine Aufgabe. Aber wenn ich jetzt an der Glöckner von Notre Dame denke und an Esmeralda, sie ist ja eine, finde ich, sieht das genauso aus. Von daher finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht. Schönes Outfit. So ein bisschen verspielt sieht das aus. Das Tier kann ich jetzt irgendwie nicht mit was anfangen. Ich weiß nicht, was das für ein Tier sein soll. Aber zumindest finde ich die Idee insgesamt cool. Und dann haben wir einen Apache.
Ja, da muss ich hier an, wie heißt denn der? Boah, heißt der King Louis bei Madagaskar? Heißt der King Louis mit I like to move it? Ist das nicht? Also der sieht genauso aus zumindest. Genau dieser Kopfschmuck, Augen, Aussehen. Sieht stark auf jeden Fall aus. Also gefällt mir wirklich gut. Also die Maske oder das Kostüm insgesamt gefällt mir richtig gut. Hier sieht man auch so Bauchmuskeln, so Schmuck hier drumherum. Ist auf jeden Fall stark. Boah. Ich finde, hier sind viele gute dabei. Viele gute. Das heißt, da jetzt wirklich so drei rauszupicken, die mir am besten gefallen haben. Boah. Also ich bin einmal jetzt von unten nach oben durchgegangen und habe erstmal nur eine Maske in meiner Top 3 mit dabei. So. Boah, jetzt muss ich hier echt überlegen. Ja, ich hab meine Top 3. Jetzt sortiere ich das. Okay, auf Platz 3 ist für mich der Android. Ich finde, der Android sieht echt cool aus. Hat irgendwie was. Könnte ja auch so eine Art Brille sein und so schöne schwarze Haare. Gefällt mir sehr gut. Auf Platz 2 ist für mich tatsächlich hier dieser Apache. Also das trifft wirklich, glaube ich, so diesen King Louis von Madagaskar sehr, sehr stark. Ja, und auf Platz 1, ich weiß nicht, ob das immer so das Typische ist, dass ich so böse Masken mag, ist für mich hier die fleischfressende Pflanze. Ich finde, die sieht echt, echt stark aus. Sehr, sehr toll umgesetzt. Also gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Meine Lieben, welche Masken haben euch am besten gefallen? Schreibt es sehr, sehr gerne unten in die Kommentare hin. Wir sehen uns nächste Woche wieder und dann zu Staffel 4. Das ist dann so gesehen die vorerst letzte Staffel aus Mexiko, worauf wir dann auf die Masken reagieren. Von daher schaltet da dann unbedingt ein. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren. Wir gehen jetzt auf die 3000 jetzt hier als nächstes zu. Von daher macht die mal gucken, wie lange ihr braucht, um die 3000 zu machen. Kann man ja mal so ein bisschen als Challenge ja mitnehmen. Deswegen aktiviert auch die Glocke, damit ihr auch immer zu diesen Videos hier benachrichtigt werdet. Und dann wünsche ich euch ein wunderschönen Tag und mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor, ciao, liebe Top von mir, bis zum nächsten Mal und rein und tschüss.